Nach Berichten über Sexpartys mit Prostituierten in Haiti und im Tschad gerät die Hilfsorganisation Oxfam immer mehr in Erklärungsnot. Die britische Regierung und andere internationale Unterstützer drohen damit, ihre Hilfsgelder in Millionenhöhe zu streichen. Einige Mitarbeiter der Organisation sollen Berichten zufolge Orgien mit Prostituierten während ihres Einsatzes veranstaltet haben. Oxfam habe Warnungen ignoriert, meldete die Londoner Zeitung Times. Im Zuge des Skandals ist die britische Vizechefin von Oxfam, Penny Lawrence, zurückgetreten. Auch die Europäische Kommission hat reagiert. Wir zeigen bei Fehlverhalten von Organisationen, die von uns finanziell unterstützt werden, null Toleranz. Wir erwarten, dass Oxfam die Vorwürfe mit größtmöglicher Transparenz vollständig klären wird. Brüssel hatte Oxfam nach dem schweren Erdbeben im Jahr 2010 mit rund 2 Millionen Euro unterstützt. Die haitianische Regierung fordert, die im Zentrum des Skandals stehenden Arbeiter strafrechtlich zu verfolgen.